Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Civilization 6 Gathering Storms. Wir sind mitten in einem Krieg gegen die Norweger, denn die Norweger haben in der letzten Folge Tilburg erobert, eine ehemalige niederländische Stadt, und wir haben uns zusammen mit den Niederländern und den Schotten geschlossen, um Tilburg zurückzuerobern. Ja, ich habe natürlich eigene Interessen. Zum einen sind jetzt die Niederländer etwas geschwächt. Eventuell kann ich Tilburg erobern und damit Rotterdam abtrennen. Aber pssst, sag das nicht der Wilhelmina. Die mag mich momentan gerade. Wir sind gerade befreundet. Wir sind Best Buddies. Aber natürlich schwächt das die. Und zum anderen kann ich die Norweger eh nicht leiden. So, aber wir ziehen jetzt mal mit unseren Kriegern hierher. Krieger sind zwar schwach, aber wir sind kurz davor, in der nächsten Runde unsere Legionen zu bekommen. Und damit haben wir eine sehr, sehr mächtige Einheit momentan. So, wir bauen noch einmal... wir kaufen uns einmal Krieger. Und bauen einmal Krieger, die wir dann nachher relativ schnell hochstufen können, weil wir haben noch ausreichend Gold. So, dann darf ich jetzt einen Gefährten schicken. Den Gefährten schicke ich nach Bandai Brunei. Platzierung bestätigen. Bin damit der Souverän. Und der Souveränitätsbonus von Bandai Brunei können wir uns ganz kurz mal hier nachschauen. Wir bekommen nämlich dafür auf unseren Handelswegen, wo wir einen Handelsposten gemacht haben, ein zusätzliches Gold. Und das harmoniert echt gut mit unseren Alle Wege führen nach Rom Bonus von den Römern. Denn bei denen haben wir dann automatisch, da wo wir einen Handelsweg hinmachen, automatisch schon einen Handelsposten. Also wir müssen den Handelsweg nicht erst abschließen, wie es normalerweise ist, um einen Handelsposten zu haben, sondern wir haben ihn sofort da und kriegen da schon ein Gold. Das heißt, wir kriegen jetzt pro Handelsposten 2 Gold. Also das ist ein echt starker Boni. So, wir haben hier schon einen Bogenschützen hin positioniert und den würde ich mal auf den Bogenschützen schießen, weil wir sind momentan in Reichweite der Bogenschützen und schwächen die damit. Okay. Wir dürfen eine Einheit befördern. Wir dürfen dich befördern. Warum dürfen wir dich befördern? Ah ne, benötige Befehle. Ah, okay. So. Genau, hier unten, wir versuchen immer noch krampfhaft unseren... was heißt unseren? Also den südafrikanischen Kontinent zu besiedeln. Allerdings sind hier sehr viele Barbaren, die sich dagegen setzen. Und das Problem ist, hier kommt schon Nubien. Und die wollen gleich hier auch noch was hinbauen. Ah, das wird echt kritisch. Ja, die Barbaren halten uns gerade ab. Ich glaube, das wird nicht so, wie wir es geplant haben. Okay. Ja, mit dir kann ich momentan nur ein bisschen ziehen, deshalb setzen wir hier aus. Nächste Runde. Ja, okay, wer Glück haben, greift der hier Nubien an. Grenzen. Aus Eisenerz kann man kein Gold machen. So, wie Mark Twain schon sagt, wir können zwar aus Eisenerz kein Gold machen, aber wir können aus Kriegern jetzt Legionäre machen. Für 150 Gold und 10 Erz. Und wir haben genug Erz. Und haben dazu für auch noch Zeitalterpunkte bekommen. Denn wer sonst als Rom könnte eine Einheit wie die Legionen erschaffen? Und wer könnte sich dagegen stellen? Dafür kriegen wir 4 Zeitalterpunkte. So. Und wir ziehen dich jetzt mal hier hin.
bring dich auf den Berg in Position. Die Bogenschützen schneiden wir hier ab. Wir fördern dich. Und das war's. Okay. Forschung wählen. Dann wäre ich nicht abgeneigt, wenn wir als nächstes unsere Armbrustschützen auf, also unsere Bogenschützen zu Armbrustschützen machen. Und Einheit benötigt Befehle. Ja, ich glaube, wir nutzen jetzt die Gelegenheit und marschieren hier einmal durch. Soll sich Nubien um den um diese berittenen Reiter da kümmern. Berittenen Reiter? Berittenen Bogenschützen meine ich. Okay. So. Dann bauen wir den nochmal hier. Holen uns das Geländefeld. Und das nächste. Okay, eigentlich war geplant, hier hinzubauen, damit wir möglichst wenig Wüste haben. Aber eventuell würde ich hier auf den Diamanten bauen, um möglichst schnell meine Stadt zu gründen und den Siedler sozusagen in Sicherheit zu bringen. In der nächsten Runde. Der Himmel hat den Bewohnern von Tilburg die Augen geöffnet, sodass sie den treuen Anhängern des Eisifizismus anschließen, sobald, obwohl sie momentan im Krieg mit Rom sind. Ha! Okay, jetzt haben wir gar keinen Bogenschützen mehr. Und das Problem ist, Nubien hat jetzt genau das getan, was ich eigentlich auch wollte. Sie haben genau an dem Ort gegründet, wo ich gründen wollte. Aber der Loyalitätsdruck ist noch nicht groß genug. Jetzt schnell hier hinziehen und hoffen, dass ich in der nächsten Runde eine Stadt gründen kann, bevor der Bogenschütze kommt. Okay, wir holen uns den Ort, haben wir uns geholt. Dann sichern wir uns noch das Gelände hier. Okay, ich hätte auch das Wassergelände mir jetzt sichern können, aber das kriegen wir, glaube ich, so oder so. Oh Mann, das wird echt kritisch. Der könnte uns in der nächsten Runde einholen. Okay, dann holen wir mal. Zeigt mal ihr Legion, was ihr könnt. Das sind meine Legionellenkrankheiten hier. So. Gut, dass ich hier eine Stadtmauer gebaut habe. So, Rom hat, glaube ich, eine extra Bewegung. Nicht Rom. Die Legionäre. Okay. Gott, das wird echt kritisch. Ja, greift ihn an, greift ihn an! Nein. Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung. Die Möglichkeit des Sieges liegt im Angriff. Das war mein Traum von Afrika. Okay, da müssen wir irgendwie anders davor gehen. Ausrichtung abgeschlossen. Okay. Dann können wir mal öffentliche Verwaltung, um Allianzen zu gründen. Gouverneurtitel. Ja, okay. Wir bauen uns hier mal einen weiteren Gouverneur zuweisen. Abbrechen. Ich will nur... Ja. Und den Gouverneur setzen wir ja dann nachher hin, wenn wir den Ort hier gründen können. Löschen. Nein, abbrechen. Ich will jetzt gar nichts. Also wenn wir den hier hinsetzen. Weil dann kriegen wir zusätzlichen Boni auf den Ort hier.
Aber es ist jetzt echt schade, dass wir den hier nicht bekommen konnten. Vielleicht irgendwann mal, aber das wäre so ein schöner Ort gewesen. Vor dem römischen Militärlager. Oh, können wir römisches Militärlager bauen? Siedler. Handwerker. Ah, wir können mit den Legionären das bauen. Das ist ja cool. Okay. So. Gehen wir mit denen mal da rein. Okay. Machen wir den hier. Du kommst dahin. Da, hier sehe ich es. Empfohlen. Modernisierung erstellen. Römisches Metaller. Verteidigungsstärke für die besetzende Einheiten. Okay. Und weiter. Wir haben noch 24 Runden Zeit für den militärischen Notfall. Komm mal hier hin. Weitere Römer. Ui, der geht ganz schön ganz schön hart ran. So, dann kommst du mal hier hin. Was können wir denn hier angreifen? Noch gar nichts. Aber wir haben noch irgendwo Bogenschützen. Beziehungsweise wir kaufen uns jetzt mal. Und bauen Bogenschützen. Gucken wir uns mal ein bisschen im Mittelmeer um. Verbarrikadierst dich mal hier. Irgendwas wurde geplündert. Norwegisches Reich hat der Händlereinheit geplündert. Eure Handelswege nach Rom, Amsterdam nicht mehr. Okay, funktioniert nicht mehr. Wunder vollendet. Großer Leuchtturm. Nicht löschen. Komm hier nicht ins Wasser, weil das tiefes Wasser ist. Ach Mann.
Okay, dann lassen wir dich mal hier ausruhen. So, da ist eine Beförderung verfügbar. Das ist nicht schlecht. Wie Handel weigert, denkt vaak dat hij maar van ons kan pakken wat hij wil. Hij heeft het flink mis. Hey, ich habe jetzt hier den Handel nicht mit euch eingestellt. Das waren die Norweger, die mir da den Händler geklaut haben. Also bitte. Aber ja, ich muss. Denkt ihr, ihr wisst, wir wissen nicht, was ihr plant. Wir verlangen, dass ihr auf der. Hallo, wir ziehen nur vorbei. Wiedersehen. Jetzt spinnt die Frau total, oder wie? Wir helfen euch gerade hier eure Stadt. Wir sind mit euch zusammen im Krieg. Achso, deshalb ist er sauer. Entschuldigung. Da. Braucht ihr aber nicht zu glauben, dass wir euch das nochmal wieder zurückgeben. Das Tilburg gehört jetzt uns, damit das klar ist. So, okay, da kommen wir jetzt gerade nicht weiter. Aber damit die zufrieden sind, bauen wir uns jetzt hier nochmal einen Händler schnell. Kaufen wir. Allerdings sollten wir gucken, wie der jetzt nachher fährt. Vielleicht geben wir den auch nach Leidenburg, dass er hier lang läuft. Mitten durch die Norweger ist ein bisschen ungesund. So, ja, dich können wir jetzt noch nicht befördern. Du baust hier mal die Modernisierung. Okay, und weiter. Ach, überspringen. So, okay. Schade, dass ich mit dem jetzt hier nicht. Mir tut es immer noch leid, dass ich da unten nicht den südafrikanischen Kontinent erobern konnte. Aber wir können jetzt mal den Krieg ein bisschen unterbrechen und mal weiter gucken, wie es dann mit der Gründung Roms weiterging. Während des Großteils ihrer Geschichte befand sich die Römische Republik mit einem oder mehreren ihrer Nachbarn im Krieg, da sie fortwährend ihre Gebiete erweiterten. Und das auf Kosten anderer, weniger effizienter Königreiche. Wie zum Beispiel dieser berühmte Krieg von 175 nach Christus gegen die Norweger. Wer kennt ihn nicht? Beinahe alle diese Bemühungen wurden im Jahre 390 vor Christus zunichte gemacht, als ein gallischer Stamm die vielgepriesenen römischen Armeen besiegte und die Stadt einnahm. Man erinnert sich, Asterix und Obelix erobern Rom. Was nicht das letzte Mal war, dass ein Haufen unkultivierter Barbaren auf den Straßen der ewigen Stadt wandeln sollten. Rom brauchte beinahe ein halbes Jahrhundert, um sich von diesen vernichtenden Niederlagen zu erholen. Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus beherrschte die Republik jedoch den Großteil des Mittelitaliens und besaß lateinische Kolonien, die sich weit nach Norden und Süden ausbreiteten. Nebenher ging die Arbeit an unvergleichlichen Straßennetzwerken weiter, das das wachsende Imperium miteinander verband. Und Rom war im Begriff, seine erste Flotte zu bauen, gerade rechtzeitig, um gleich wieder auf den Grund des Mittelmeers versenkt zu werden. Das allerdings ist eine weitere Geschichte, wobei die können wir uns mal angucken. Während Roms Macht wuchs, kam es zu Konflikten mit anderen regionalen Reichen, die genauso danach strebten, die größten Störenfriede zu werden. Darunter war zum Beispiel Karthago, eine ehemalige Kolonie der Phönizier, die sich an der Nordküste Afrikas in Tunesien befand. Zu diesem Zeitpunkt hatte Karthago ein mächtiges Schiffsimperium, das weite Teile Nordafrikas westlich von Ägypten, die Küstengebiete Spaniens und Frankreichs sowie Sizilien, Sardinien, Korsika abdeckte. Rom und Karthago führten drei punische Kriege um die Herrschaft über das westliche Mittelmeer.
von 264 bis 146 vor Christus. Als sich der Staub gelegt hatte, trotz des brillanten Hannibal, dessen Mut der karthagischen Seeleute und der Scharfsinn der Politiker Karthago und all seine Besitztümer in Schlund des baldigen römischen Reiches verschwand. So, das ist schon mal so ein kleiner Ausblick, was wir dann hier, also sobald wir gegen Norwegen gewonnen haben, wenn wir gewinnen, hier gegen die Reiche in Nordafrika vornehmen werden. So, aber jetzt erstmal hier Norwegen, coole Burg, da werden wir doch irgendwie das hinkriegen. Weitere Bogenschütze befördert. Die ziehe ich gleich mal raus. Aber jetzt erstmal dich befördern wir. Du hast noch keine Beförderung, aber ich glaube, du möchtest eine Beförderung haben. So, mit dir ziehen wir dahin. Dann wenn wir nach Amsterdam gehen, nehmen wir die Strecke da oben lang. Das waren wir nicht neben Rotterdam. Gibt halt nicht so viel. Aber machen wir Leiden. Leiden ist nicht schlecht. Weg beginnen. Unser Bogenschützen ziehen wir mal hier hin. Und bauen weitere Legionen. So. Hier irgendwo eine Produktion wählen. Ich habe immer noch nur zwei Städte. Das ist aber Rom ist ja auch nur bekannt für seine eine große Stadt. So. Was macht der Gebel Bakal? Verleiht Eisen pro Runde. Gewährt 4 Glauben für alle Stadtstaaten. Na, bauen wir das Amphitheater weiter. Mein Legionär kommt hier hin. Mit dir ziehe ich hier hin. Mit dem kümmere ich mich um den da hinten, damit der mal. Wir kaufen uns noch mal einen Legionär. Noch kann ich es mir leisten. Aber das war auch der letzte. Okay, wie weit sieht das? Okay, in der nächsten Runde kann ich meine Bogenschützen aufrüsten. Dann lasse ich sie mal hier stehen. Das heißt, ich ziehe mir auch mal hier rein, damit wir möglichst viele. Okay, ich wollte eigentlich den Bogenschützen reinziehen. Ja, das wird dann jetzt nichts. Okay, aber dann können wir mal einmal hier angreifen und ein bisschen Toolburg mal schwächen. Nicht viel, aber ein bisschen. So, du ruhst dich mal hier aus. Und mit dir ziehen wir hier lang. Nein. Vorschlag ablehnen. Nein. Ich
Auch Menschen können kaputt gehen, nicht nur Maschinen. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir genug Geld haben, um die aufzurüsten. 250, den können wir aufrüsten. Okay, wunderbar. So, der sollte heilen. Ich brauche weitere Wohngebiete. Ich bin jetzt bei 6 von 7. Das heißt, den Handwerker ziehen wir jetzt einfach mal hier hin. Da könnt ihr mal gucken, ob er da ein... wo habe ich denn einen Handwerker? Ist mein Handwerker hin? Da. Dann darfst du mal hier hinziehen. Du kommst hier hin. Und dann soll er hier gucken, dass er hier eine weitere Weide baut. Schwächen wir mal den da drüben. Und mit dem greifen wir hier an. Problem ist, ich habe noch keinen Belagerungsgurt um die Stadt herum gelegt. Nehmen wir dich hin. Weitere Forschung. Oder Staudamm. Bildungswesen. Militärtechnik. Da können wir Militärpionier bauen. Unterstützungseinheit des Militärs. Erfordert zum Produzieren eine Waffenkammer. Kann Straßen sowie Eisenbahn, Festungslandpisten, Raketensilos, Gebirgstunnel, Modernisierung bauen. Mit einem in ihrem mit einer ihrer Bauladungen können auch 20% eines Kanals, Staudamms oder Aquäduktsbezirks oder auch ein Hochwassersperre fertiggestellt werden. Okay. Bringen wir dich mal dahin. Dich hier hin. Ich weiß nicht, ob ich den in Belagerungszustand kriege. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. So, okay, weiter. Du bist mir ein bisschen zu angeschlagen. Das gleiche gilt für dich. Okay, und weiter. Gute ist, dass Tulburg noch keine Befestigungsmauern hat.
Katapulte habe ich nicht zufällig schon im Angebot, oder? Doch, Katapulte. Haha. Macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. So, gucken wir mal. Gerne austauschen und mit dem da hinten rumziehen. So, teilen wir jetzt erstmal. Können wir mit den anderen was plündern? Nee. Aber mit der könnte ich da hinziehen und dort was plündern. Mal hier 80 Gold plündern, das ist nicht schlecht. Mit der nächsten Runde kann ich dann das Feld hier plündern und heil mich damit hoch. Okay. Weiter. Vorschlag ablehnen. 40 Gold für die Stadt haben. Wir bombardieren. Ich überlege gerade, mit der können wir gerade nicht angreifen. Nur Angst, dass jetzt müssen wir, ja, das müsste reichen. Nicht, dass die Schotten die Stadt kriegen. Und damit haben wir unser Reich ein bisschen erweitert. Stadt behalten, natürlich befreien und vergeben. Durch die Befreiung einer Stadt wird sie einem vorigen Besitzer zurückgegeben, wodurch auch eine eventuell ausgeschiedene Zivilisation wieder ins Spiel zurückkehrt. Befreiung dieser Stadt verdient er 100 diplomatische Gunst. Die Stadt ist immun gegen Loyalitätsdruck eurer Stadt behalten. So, jetzt müssen wir aber die Produktion wählen. Tilburg. Stadtmauer. So, dann reparieren wir hier erstmal die Felder, damit die wieder genug Leben produziert. Und wir schicken jetzt hier unseren Gouverneur hin. Falsch, hier sind Gouverneure. Der hat nämlich den Vorteil, der Gouverneur hat nur 3 Runden, bis er eingesetzt wird, zuweisen. Tilburg. So, okay, und damit tun wir jetzt mehr auf Rotterdam und vielleicht kriegen wir ja noch Stavak. Die Hauptstadt werden wir wahrscheinlich nicht kriegen, weil wir kommen nicht so gut übers Meer. Wir müssen jetzt aber was machen gegen die Schiffe. Okay. Ziehen wir erstmal die Einheiten nach oben. Noch sind wir im Krieg, das heißt, noch können wir es nutzen. Benötigt Befehle. Wir haben auf alle Fälle einen militärischen Notfall geschafft. Wir müssen es halt noch 15 Runden halten.
Der militärische Notfall in Norwegen ist vorbei und wir haben triumphiert. Bleibt abzuwarten, was die Zukunft bringt. Je. Ziel Harald Hardrada. Zielstadt Tilburg. Militärmitglieder gewinnen. Ihr habt... Oh, es klingelt gerade Augenblick. So, da bin ich wieder. Unser militärischer Notfall, obwohl wir ihn gewonnen haben, wurde dann doch noch kurzfristig unterbrochen, weil der Postbote uns ein kleines nachträgliches Ostergeschenk gebracht hat. So, aber wir haben gewonnen. Wir kriegen jetzt Mitgliedseinheiten erhalten plus 5 Heilung im Territorium des Ziels. Mitglieder erhalten 100 diplomatische Gunst. Okay. Yay, 100 diplomatische Gunst. So, jetzt müssen wir aber trotzdem gucken. Der Krieg läuft noch weiter. Dann ziehe ich mal mit dem hier hin und kann hier vorsorglich mal ein Fort erbauen. So, dann würde ich mit dir hier hinziehen. Kann ich... Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich mir einen Armbrustschützen leisten kann. Nein, kann ich ihm nicht. Dann muss der Armbrustschütze nachher hier rein. Der nächsten Runde. So, 24 Runden, bis die Mauer gebaut ist. Tatsächlich machen die mir jetzt momentan, die Langschiffe, gerade die meisten Sorgen. Die kann ich jetzt auch nicht von hier aus angreifen. Aber ich kann dich verteidigen. Da reparieren wir mal. So. Mit dir wollten wir jetzt auch hier runterziehen und hier nochmal ein Feld bauen. So. Okay, was haben wir hier? Wir dürfen jetzt hier den nächsten Handelsbezirk machen. Dann würde ich nach hier nach Amsterdam. Ne, Aberdeen. Plus 16 Gold. Die holen wir uns. Gut. Wie sieht's bei Rotterdam aus? Rotterdam. Entschuldigung. Loyalitätsdruck muss ich erstmal anhaben. Verliert pro Runde, also 26 Runden, dann ist Rotterdam abgekapselt vom Niederländischen Reich und ist damit auf Freiwild. So, Einheit benötigt. Ja, dann heilen wir dich mal hier drin. Wir ziehen weiter nach Stavanger, wer auch immer das heißen mag. Also, wir haben zwar jetzt nicht hier unten unsere neue Stadt gründen können, allerdings dafür haben wir hier oben eine neue Stadt bekommen. Und ich würde jetzt ganz kurz meinen Katapult fertig bauen und dann würde ich nochmal gucken, ob wir zwei Siedler ausbauen können. Einen vielleicht in Aquilia und einen in Rom. Einen will ich dann hier drauf bauen. Und vielleicht kann ich dann trotzdem nochmal. Wir gucken jetzt mal in der nächsten Runde einfach mal, wie unser Speer hier unten. Vielleicht kriegen wir ja trotzdem noch eine Stadt da unten gebaut. Mal gucken. Der erste Versuch hat ja nicht so geklappt, wie es sollte. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch noch, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Gut, das war's auf alle Fälle für die Folge. Unser Krieg gegen die Norweger geht weiter, aber unseren ersten kleinen Erfolg haben wir gehalten. Jetzt müssen wir nur noch es so weit hinkriegen, dass wir auch Tilburg halten können. Da können wir mal ganz kurz schauen, wie da der Loyalitätsdruck aussieht. Momentan sieht das so, Rebellion in 7 Runden. Das sieht nicht gut aus. Weil Rom einfach zu klein ist. Aber darum werden wir uns, wie gesagt, in den nächsten Runden kümmern.
Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.